Folge 113 von der Webverbesserin und heute klären wir, warum deine Angst vorm Verkaufen unbegründet ist. Los geht's! Mit Webinaren erfolgreich, der Podcast, mit dem du als Trainer, Coach oder Berater online sichtbar wirst. Erfahre hier, wie du dich und deine Expertise durch Webinare gezielt sichtbar machst. Und hier kommt deine Webverbesserin, Mira Giesen. Hallo, liebe Webverbesserer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, du hast es gerade gehört. In der heutigen Folge geht es um das Thema Angst vorm Verkaufen. Denn das ist nach wie vor ein Thema, das sehr, sehr, sehr viele da draußen ja, doch sehr im Bann hält und ich erlebe es auch immer wieder, dass insbesondere, wenn es darum geht, einen Kurs zu launchen, ein Produkt zu verkaufen und den gefürchteten Verkaufsteil im Webinar anzugehen, dass das der Moment ist, wo die vorher sehr feste Stimme plötzlich ein bisschen piepsiger wird, einfach weil es für viele wahnsinnig unangenehm ist, dieses Feeling von, oh Gott, jetzt muss ich verkaufen. Und wenn du mir schon eine Weile zuhörst, insbesondere wenn du die vorletzte Folge gehört hast zum Thema, wie du verkaufst, ohne salesy zu wirken, also so dieses, ich will nicht allzu verkaufen, auf Druck wirken, kleiner Spoiler, die solltest du dir unbedingt anhören. Ja, dann weißt du einfach, dass Verkaufen für mich am Anfang eben auch erstmal ziemlich schwierig war. Aber inzwischen habe ich für mich einige Erkenntnisse dazu gemacht und deswegen habe ich mich entschlossen, noch eine weitere Folge zum Thema Verkaufen und Angst vorm Verkaufen und diesem doofen Gefühl zu machen, weil ich glaube, diese Tipps in dieser Folge können dir noch weiterhelfen. Generell ist es so, dass sehr viele da draußen, das beobachte ich häufig, vor allen Dingen vor einer Sache Angst haben, wenn wir es runterbrechen sollen auf diese Angst vorm Verkaufen, dann ist es vor allen Dingen dieser Part, dass jemand Angst hat, zu viel über sein Produkt zu sprechen. Also, dass er den anderen im Grunde nervt. Also, dass es eine Art Ablehnungsreaktion gibt. Das nennt man in der Psychologie auch Reaktanz, also ein Ablehnen, ein Abstoßen. Und diesen positiven Effekt, den man vorher erzielt hat, also Community-Aufbau, positive Geschichten, ich übertreibe es jetzt mal, was du mit 10 tollen Katzenbildern ganz positiv aufgebaut hast, ist dann in deinem Gefühl mit einem Post über dein kostenpflichtiges Produkt plötzlich zunichte gemacht. Ja, und tatsächlich gibt es dazu ein ganz spannendes Beispiel, von dem ich dir gerne berichten möchte. Und zwar weißt du, dass ich in den letzten Wochen mich sehr stark mit der Webinar-Plattform-Challenge auseinandergesetzt habe. Das heißt, ich habe eine kleine kostenlose Challenge gemacht, wo du die Top 5 Webinar-Plattformen miteinander vergleichen kannst, wo es so einen kleinen Videovergleich gibt und du einfach rausfindest, welche Webinar-Plattform ist für dich die beste. Und du kannst natürlich immer noch daran teilnehmen, falls du das jetzt hörst und denkst, oh, das wäre eigentlich ganz cool, unter webverbesserin.de/Webinar-Plattform-Challenge. So, und für mich war natürlich die Herausforderung, diese Challenge jetzt zu bewerben. Ich habe das über sehr viele Wege gemacht. Das heißt, ich bin über meine Facebook-Seite gegangen, ich bin über Instagram gegangen, ich habe es in meiner Gruppe gepostet, ich habe Werbeanzeigen gemacht, etc. Und ich habe es in meinen Newslettern verteilt, in meinen Listen verteilt und gefühlt hatte ich echt das Gefühl, boah, das kann ja keiner mehr hören. Und dann habe ich ein Posting verbreitet auf meinem Privatprofil, auf dem mir aber auch sehr viele folgen, was viele so abonniert haben, habe geschrieben, ich weiß, viele können schon gar nicht mehr es hören oder wollen es vielleicht auch gar nicht mehr hören, aber falls du die Webinar-Plattform miteinander vergleichen willst, so. Und dann schrieben tatsächlich ein, zwei Leute darunter, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Und das war so ein Effekt von, what? Und in dem Moment sind mir sehr viele Dinge durch den Kopf gegangen oder mir sehr viele Dinge klar geworden, die ich in dieser Folge gerne mit dir teilen möchte. Denn eine Sache, die mir klar geworden ist, ist vor allen Dingen, dass wir
alle natürlich sehr viel täglich Social Media konsumieren, ja, also wir unglaublich viel bekommen, wir alle aber eben mittlerweile auch ein bisschen betriebsblind geworden sind. Das heißt, ein einziges Posting zu deinem Produktlaunch, zu deiner Challenge, zu deinem Freebie, zu was auch immer, sorry, der kann echt untergehen, weil wenn du mal auf deine persönliche Chronik guckst, bei Instagram, bei Twitter, bei Facebook, ist mir egal wo, oder auch in dein Postfach guckst, dann wirst du zugeben müssen, da ist echt viel. Und dann ist da das niedliche Katzenbild von deiner Nachbarin und das Essensbild von deinem Kollegen und vielleicht noch das ist ein motivierendes Video und da ist wieder was anderes. Und dann geht es einfach mal unter, denn es ist ja auch immer eine Frage, wie viel Zeit haben wir gerade, wo ist gerade unser Fokus, klingelt nebenbei ein Telefon, spricht gerade jemand mit mir. Wir alle wissen, wir sind auch nicht hundertprozentig fokussiert, wenn wir in unsere Social Medias gucken. Das heißt, wenn du einen Beitrag veröffentlichst auf deiner Facebook-Fanpage, dann kann es gut sein, dass das nicht deine Leute wahrnehmen, obwohl es ihnen eingeblendet worden ist. Und bedenke bitte auch, dass die Reichweite von der Facebook-Fanpage mittlerweile fast 2 Jahre schon echt weit unten ist, weil der Mark Zuckerberg sich entschieden hat zu sagen, hey, sorry, Facebook ist von Freunden für Freunde und die Reichweite für eine Facebook-Fanpage sinkt, wenn du nicht bereit bist zu investieren. Also im schlimmsten Fall hast du nur 3% Reichweite, bedeutet, wenn du vielleicht 1000 Facebook-Fans hast, kann es sein, dass du 3-7% ohne Werbebudget erreichst. Also bedeutet, wir müssen auch ein bisschen Werbung schalten und wir müssen auch ein bisschen konzentrierter dabei sein. Und dann ist mir auch klar geworden, jeder von uns konsumiert irgendwo andere Medien. Das heißt, mein Fokus ist zum Beispiel sehr stark bei Podcasts. Also ich bin ein sogenannter auditiver Lerntyp. Ich nehme wahnsinnig viel über Töne auf, über Podcasts auf, über gesprochenes Wort auf. Ich kann mir wahnsinnig gut merken, was, wie, wo jemand gesagt hat, was mein Freund, by the way, total wahnsinnig macht, weil ich ihm original das Zitat nennen kann, was er letzte Woche dann und dann und dann gesagt hat bei IKEA vor der Tür. Aber du weißt, was ich meine, ja? Also wir alle konsumieren unterschiedliche Medien und es kann sein, dass du beispielsweise bei Postings, die kein Bild beinhalten, bei Facebook überhaupt gar nicht reagierst. Und dann gibt es andere, die sagen, ich will halt lieber konzentriert eine Stunde Videomaterial mehr angucken oder eine Stunde ein Live-Webinar angucken und der übernächste sagt nur YouTube und der überübernächste Podcast und so weiter und so fort. Während wieder andere eher über die Newsletter zu erreichen sind. Bedeutet, nur einen einzigen Post irgendwo zu machen, auch wenn es um deine Vermarktung geht, bringt dich nicht weiter. Ja? Und es ist also ganz wichtig, in verschiedenen Medien darüber zu sprechen und auch mehr als einmal darüber zu sprechen, weil einfach diese Masse an Leuten, die da draußen theoretisch erreichbar ist, definitiv nicht mehr über ein Posting zu erreichen ist. Und bedenke bitte auch, dass jeder anders Medien wahrnimmt. Also beispielsweise könnte ich dir ein Bild zeigen, auf dem ich einen rot-weiß gestreiften Pulli habe. Und die einen spricht dieser rot-weiß gestreifte Pulli aus irgendwelchen Gründen an und auch das Bild dazu. Und andere wiederum reagieren eher auf ein anderes Bild, wo ich irgendwo sitze und vielleicht eine andere Klamotte habe oder vielleicht auch das Katzenposting. Ja, ich verspreche jetzt nicht nochmal das Katzenposting zu nennen, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Jeder reagiert auf etwas anderes und deswegen ist es so wichtig, deine Beiträge auch unterschiedlich zu schalten, nicht immer mit dem gleichen Bild, nicht immer mit den gleichen Verfahren, mit den gleichen Sprüchen. Und für mich war noch so ein ganz großes Learning diese Woche, da habe ich irgendwo einen Podcast natürlich gehört, weil ich ja der auditive Hörer bin. Und da ist ein Satz gefallen, bei dem hat es bei mir im Kopf auch einen großen Klick gemacht, nämlich Einzelhändler oder der Einzelhandel da draußen fängt im September an, die Weihnachtsschokolade rauszuholen. Und das war echt so ein Moment von Boom. Ach du meine Güte, das stimmt. Der Einzelhandel wirbt ab September für Weihnachten. Ab September kommen wir im Grunde alle nicht mehr am Weihnachten herum. Ab September steigen die Werbekosten. Warum? Weil wir alle langsam aber sicher auf das wunderbare Weihnachtsfest getrimmt werden. Und du und vielleicht auch ich früher erwarten,
dass wir mit einem einzigen Posting oder vielleicht zwei, drei Postings ganz viel erreichen, da haut doch irgendwas nicht hin. Ich meine, wenn der Einzelhandel sich sagenhafte 3 Monate Zeit nimmt, oder auch ein bisschen länger, also je nachdem, wann sie im September anfangen, ich gehe jetzt mal von Ende September aus, darfst du dir dann nicht auch ein bisschen mehr Zeit nehmen für deinen Launch und für deinen Verkauf und überhaupt und auch für das Aufbauen? Ja, das darfst du halt nicht vergessen. Jeder von uns sieht anders, jeder von uns konsumiert anders und was ich auch ganz wichtig finde, ist, jeder von uns hört etwas anderes. Und das war für mich auch ein ganz spannender Punkt, weil ich mich in der vergangenen Woche mit meinem Partner ein bisschen unterhalten hatte und ihm irgendwas erzählt habe über meinen Online-Kurs. Und er plötzlich so meinte, ach Quatsch, das machst du auch? Das ist ja cool, das wusste ich noch gar nicht, dass es in dem Kurs drin ist. Und ich so gesagt habe, aber wieso, ich habe das doch schon 2 Mal erzählt. Und er mir dann erklärt hat, jetzt habe ich zum ersten Mal verstanden, was du eigentlich meintest, weil du hörst es schon raus, er ist kein Nerd. So. Und das fand ich total spannend, weil wenn ich einfach nur eine andere Formulierung gewählt hätte, hätte ich ihn als Kunden erreichen können. Und nur durch dieses Gespräch ist mir das wieder aufgefallen. Das heißt, wenn du etwas vermarkten möchtest, ist es wichtig, in die einzelnen Schwerpunkte zu gehen und sie auch immer wieder anders, immer wieder neu zu erklären. Ja? Wenn ich also meinen Kurs habe mit Webinaren erfolgreich, dann könnte ich ihn vermarkten, könnte sagen, das ist der Online-Kurs für Technikangsthasen. Wenn es also darum geht, dass du ein Webinar geben willst, aber Angst vor der Technik hast, ist der Kurs cool, weil der hat eine 1:1 Blaupause mit einer Checkliste, wo du 1:1 dir angucken kannst, wie du diese Schritte durchgehst. Und die siehst du im Video und kannst sie in deinem eigenen Webinar mit dieser Checkliste abhaken. Oder ich kann hingehen und sagen, hey, das ist der Kurs, wo du nicht nur lernst, wie du mit der Plattform Zoom arbeitest, sondern wie du mit Zoom richtig arbeitest und parallel die richtigen Mails schreibst und so weiter und so fort. Weil vielleicht jemand den Fokus sowieso auf Zoom gesetzt hat, auf die Webinarplattform Zoom. Oder ich kann hingehen und sagen, das ist der Kurs, mit dem du lernst, wie du dein Listbuilding, also deine E-Mail-Liste, deine Newsletter-Liste vorantreibst und auf- und ausbaust. Das war übrigens das Stichwort, was mein Freund dann so angetriggert hat, dass er gesagt hat, ach cool, ich lerne auch, wie ich das Teil aufbaue. Ich so, ja klar. Weil da habe ich ihm erklärt, hey, du lernst nicht nur, wie du die Webinare DSGVO-konform nutzt, um deine Liste aufzubauen, sondern bei mir war es so, dass mir Webinare einen 6-fachen Wachstum meiner E-Mail-Liste damals gebracht haben. Und plötzlich war er on fire und meinte, wie cool ist das denn? Also, du weißt, worauf ich hinaus will. Es ist wichtig, die unterschiedlichen Stichpunkte, die unterschiedlichen Differenzierungen in deinen Kursen, in deinen Produkten, in dem, was du vermarkten möchtest, zu erklären. Und by the way, auch bei deinen kostenlosen Inhalten. Also zum Beispiel auch deinem Webinar. Ja? Und das ist, glaube ich, in Summe das, woraus auch der Trust, also das Vertrauen deiner Zielgruppe entsteht. Viele von uns verstehen unter Verkaufen, ich will dich nicht nerven, ich erzähle dir jetzt kurz 1 Minute, dass es mein Produkt gibt und wenn es dich irgendwie interessiert, dann wirst du schon auf den Link drauf klicken und gut ist. Aber aus meiner Warte entsteht Trust daraus oder das Vertrauen des Kunden daraus, dass ich ihm wirklich gute Inhalte mitgebe, dass ich ihm zeige, dass ich Inhalte gut erklären kann, beispielsweise über das Webinar. Okay, ich gebe kostenlos die Inhalte raus, ich erkläre, dass ich gut was erklären kann und dann liefere ich noch mehr Service, indem ich im Anschluss sage, und wenn du jetzt erfahren möchtest, wie das Ganze funktioniert, wie du das Ganze umsetzt, dann würde ich dir als nächstes die Einladung aussprechen, in meinen Kurs zu kommen, mit mir zu arbeiten, wie auch immer, und zwar lernst du. Und dann kannst du diese einzelnen Punkte wirklich angehen. Und ich glaube, auch nur daraus entsteht dieses Vertrauen, dass der Kunde etwas bei dir kauft und nicht dadurch, hey, ich will dir nicht auf den Keks gehen, es gibt da das eine, klick mal oder lass es einfach bleiben und ansonsten lebe ich weiter. Weil denk dran, der Einzelhandel nimmt sich auch so wahnsinnig viel Zeit für die Weihnachtsplanung und die Osterplanung. Das ist übrigens auch ganz witzig, ne? Sobald die Weihnachtsdeko weg ist, werden die Osterhasen rausgefahren. Also, in Summe heißt das für dich, mach dir einen guten Plan. Und in Summe heißt das für dich auch, und das erzähle ich jetzt mittlerweile schon so lange in meinem Podcast, jede Maßnahme hat wirklich ihre Daseinsberechtigung.
Entwickel einen Plan, in dem du dir wirklich Gedanken machst, wie willst du deinen Content gestalten, wie willst du deine Inhalte gestalten, mit welchen Medien. Und ja, die Webinare sind hier ganz besonders hochwertig, weil du eben genau diese Steps aufbauen kannst, weil du erstmal starten kannst über das Warum und wo, was genau ist es, um was geht es hier eigentlich und dann Stück für Stück in diesen Verkauf übergehst. Ja, und du hast es schon mitbekommen, wenn du genau das lernen möchtest, wie du diese Blaupause anwendest, weil es ist im Grunde einfach nur eine Blaupause. Wenn du lernen möchtest, wie du verkaufst, ohne zu nerven, dann kann ich dir den Kurs mit Webinaren erfolgreich einfach nur ans Herz legen, weil er genau das dir zeigt und du einfach deine Angst verlieren kannst. Also lern über dich, über deine kostenlosen Produkte, über deine kostenpflichtigen Produkte zu reden und mach dir einfach bewusst, egal wie viel du vielleicht schon in einer Woche über etwas gesprochen hast, es wird immer Leute geben, die dir in dein Profil schreiben, ich habe keine Ahnung, worüber du da eigentlich redest, weil ich die Katzenpostings angeguckt habe. So, ich muss jetzt weg, weil ich das schon wieder gesagt habe. Ich wünsche dir eine zauberhafte Woche. Viel Spaß beim Umsetzen und Weitermachen. Bis dahin, deine Webverbesserung, deine Mira. Ciao. Hey, das war's noch nicht ganz, denn wenn dir diese Folge gefallen hat, dann checke unbedingt mit Webinaren erfolgreich den Online-Kurs zu diesem Podcast aus. Dort lernst du, wie du dich authentisch mit Webinaren, die begeistern, vermarkten kannst. Du kreierst das Fundament für deine gesamte Online-Vermarktung, denn deine Zeit ist zu wertvoll für die falsche Vermarktung. Mit Webinaren erfolgreich ist die komplette A bis Z Blaupause, die du kopieren kannst, um hochwertige, mehrwerthaltige Webinare, die verkaufen, zu kreieren und sicher durchzuführen. Webinare, die deine E-Mail-Liste und deine Community nachhaltig wachsen lassen und damit das Fundament für deine Online-Vermarktung legen. Check es aus unter webverbesserin.de/mwe für mit Webinaren erfolgreich. Wir sehen uns dort.